Erben seiner Klinge. Hatte ich die Harfe jetzt nicht von denen zurückbekommen? Der Kessel ist leer. Ich sollte es Suttung sagen. Ah. Deshalb konnte ich die Harfe wohl nicht mehr abgeben. Großer Suttung! Deine Gäste dürsten nach Met. Doch der Kessel ist leer. Alles fort? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Gunblöd. Vater? Öffne das Gewölbe. Die Trällen sollen mir Met für meine Gäste bringen. Brauchen wir wirklich mehr, Vater? Einige sind bereits bewusstlos. Tu wie geheißen, Tochter. Jeder trinke so viel er kann. Wie du wünschst. Ich werde das Gewölbe öffnen. Niemand wird sagen, dass Suttung weniger als großzügig ist. Niemand wird mehr reden können. Ist das der schnellere Weg? Oh, ich habe was vergessen wegen, also wovon ich lebe. Ich lebe auch noch davon, meine Seele zu verkaufen. Das habe ich aber ganz kurz vergessen. Man erinnert sich leider so schlecht, wenn die Seele verkauft ist. Endlich ist das Gewölbe offen. Der Met erwartet mich darin. Ich hörte ein Geräusch und ich... Was hast du hier zu suchen? Schicksal, Gunlöd. Wir können ihm nicht entkommen. Und unser Schicksal war es, hier jetzt zusammen zu sein. Du und ich? Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Die Narnia spinnen ihre Muster und wir können uns nur ergeben. Wir sind verbunden, verknüpft. Das ergibt sehr wohl einen Sinn. Ich stehe auf deine hohe Stirn. Nein, du neckst und spöttelst. Doch ich glaube deinen Lügen nicht. Dein einziges Begehr ist der Met. Du bestiehlst uns und bringst nichts als Unheil. Für diesen Betrug wirst du zahlen. Wachen! Ach, so leise wie die ruft. Dein Verrat wird dir nur den Tod einbringen. Stirbst du! Stirbst du! Tu das nicht! Du weißt nicht, welche Folgen das haben wird. Das weiß niemand. Ich sehe einen Haufen Kram, aber kein Met. Wenn ihr das nicht ein bisschen erkenntlicher machen können, wo der Met versteckt ist. Ich sehe ja gar nichts hier.
Oder hat es was mit den Schöpfungsschriften auf sich? Ach, eigentlich ganz einfach. Ganz einfach sind Sachen, wenn man weiß, dass sie da sind. Der Met in dir, Frau. Ich hole ihn aus dir raus. Mit Hilfe meiner Saftpresse. Alter, kann nicht sein. Aber es wird ja auch nichts markiert. Warum? Woher soll ich wissen, wie der Met aussieht? Normalerweise in einem runden Fass. Aber ich kann mit nichts interagieren. Ach ja. Robert, musst du auch gar nichts sagen. Wenn du jetzt nur sagst, kalt oder warm, kannst du es auch sein lassen. Nimm einfach das Horn hier. Der Met. Können wir Aesir durch diesen Zauber dem Untergang entgehen? Hyrokin hat mir Antworten an der Quelle Mimirs versprochen. Jetzt wird abgemähtet. Jetzt Ausgang finden. Harvey! Dort, siehst du, auf frischer Tat ertappt. Verrat! Betrug! Ich hieß dich als Ehrengast willkommen und so zahlst du es mir zurück? Loki, du solltest dich besser von mir fernhalten nach allem, was du getan hast. Jemand musste mein Volk vor dem Verrat in deinem Herzen warnen. Sotung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. Komm, begrüße dein Ende. Du wirst nirgendwo hingehen, Harvey. Du wirst das schallose Leben riskieren.
Ich sollte Schutz suchen. Schutz in was? Ich lebe schon zu lang, um jemanden wie dich zu ertragen. Ich werde dich unter meinen Stiefeln zermalmen. Einfach noch total überfordert, weil ich ja Kämpfen noch von Phoenix Rising gewohnt bin. So, das Kampfsystem das einfach ein bisschen dynamischer wirkt. Ich habe sie natürlich geschändet. Jeder andere vernünftige Mann. Sei dankbar, dass ich es war, der deinen Met nahm und nicht Loki. Was ich tue, tue ich für die Sicherheit der Aesir und Vanir. Du wirst zahllose Schicksale ändern, Harvey, doch nicht dein eigenes. Das werden wir sehen. Hyrokin sagte, ich soll sie an Mimirs Quelle aufsuchen. Achso, das ist im Spiel. Schlange kümmere ich mich ein andermal. Jetzt gerade, wo die wo der andere Kram ist. Ich glaube, ich muss hier rein. Wenn noch eins gibt, hoffe ich, dass es besser ist. Der! Der! Ich einfach schon zu overpowered fürs Gebiet. Achtet auf Konter! Das erhöhte Schwierigkeitsgrad auch einfach egal. Man kann sein Schicksal nicht ändern. Was zählt ist, wie man sowas begegnet. Hasse. Der Schlüssel wahrscheinlich durch das durch den Holzboden gefallen. Wer kennt es nicht? Dreht.
Können ein bisschen dauern, bis ich alles gefunden habe. So, das wird wahrscheinlich auch hinter der Schlüsseltür sein. Was machen wir mit den Kristallen? Die opferst du am Ende von dem Event hier, beziehungsweise von diesem Trankzeug, und dafür kriegst du weitere Fertigkeitspunkte geschenkt, wenn ich mich recht entsinne. Schönen, leite mich. Ach so, ich muss runterspringen, wenn ich von der Seilbahn runterkomme. Gibt Skillpunkte, ganze 5 Stück, wow. Ja, haben oder nicht, Junge? Haben oder nicht? Ich habe bis jetzt immer alles gemacht. Also lass mich das doch weitermachen. Eben ist da jemand von einem Eiszapfen getötet worden. Und so viele sind es doch gar nicht mehr. Warum sollte man denken, dass man eine super-duper Torrüstung bekommt, wenn das schon im ersten Abschnitt so war, dass man Skillpunkt dafür bekommen hat? Hallo, Critix. Also ich bin mir vollkommen bewusst, ja, beim ersten Abschnitt war das Sammeln ja noch gar nicht so schwer. Das konntest du gut nebenbei mitnehmen. Und hier sind die Sturmbringer. Erklärt diesen Schabernack. Dieser Sturm ist unsere Rache. Kalte Winde für ein kaltes Herz. Dreimal baten wir um Gunlöds Hand. Dreimal verlangten wir, dass sie zwischen uns wähle. Dreimal schreckte das grässliche Gesicht meines Bruders sie ab. Es ist auch deins, Klugscheißer. Wir sind Zwillinge. Ihr rief diesen Sturm herbei, weil eure Gefühle verletzt wurden? Dieser Sturm ist wie jener, der in uns tobt. Der edle Schmerz aller, deren Liebe verschmäht wurde. Die Frau hat Nein gesagt. Lebt damit. Mir gefällt dein Ton nicht, Ase. Du hältst dich wohl für was Besseres. Genau wie sie. Vielleicht sollten wir dir das Maul stopfen. Kommt doch her und versucht euer Glück. Oh nein, wie bei Cyberpunk, Zwillinge. Unter dem Schneegestöber unserer Wut begraben. So, ich hab dir geholfen, du bist jetzt ein Einling. Auf dein hässliches Gesicht. Bevor man sofort Nachrichten schicken konnte und sagen konnte, was für eine doofe Bitch sie ist, dass sie die Liebe nicht erwidert. Der Himmel klart auf. Der Schneesturm ist endlich vorüber. Das Ding wird bestimmt wieder nervig. Zeig es mir. Weil ich glaube, da ist alles überhalb der Festhalle. Jetzt springe ich genau in die Kohlenpfanne. Doch nicht. Halt, der Wurm! Schieß! Ach, ich bin genau auf einen draufgefallen.
Eivor ist nicht Hulk. Dreht! Es war so viel einfacher, sich an die Gruppe hier vorbei. Mama! Mama! Boah, die Tiere einfach, weißt du, sobald es bergauf geht, so lahm werden. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Da hatten sie wirklich in dem Spiel so ein bisschen, okay, es muss halt nicht realistisch sein. Hallo, du kannst auch 8000 Meter hohe Berge besteigen, ohne dass du wirklich dich irgendwo festhalten kannst. Auf glattem Stein kann Eivor klettern. Das Tier kann keine Steigung von über 15 Grad im Galopp schaffen. Der Junge einfach um die Ecke und hat voll abgeschmatzt, Junge. Hat er gesagt, ich hab voll abgeschmatzt. Hab gar nicht abgeschmatzt. Dann hab ich den voll, bam, voll in die Fresse, Junge. Hey, deine Zeit ist um. Muss echt ernüchternd sein als Wache. Jahrelang wartest du auf deinen Einsatz, dann kommt einer um die Ecke, du sagst, hey, alles, und dann schlägt er dir den Kopf und den Arm ab. Zurück. Ja, das Gespräch über die Steine hatten wir gerade wirklich, muss ich dazu sagen. Ich sammle sie trotzdem, der Vollständigkeit halber. Und ja, ich habe ganz viele Skillpunkte noch zu vergeben. Mache ich mal so zwischendurch. Viel ich gelernt habe in anderen Spielen. Wenn du noch
dein Blut! Überblicke das Land, Freundin. Nee, da musst du nicht reingucken, weil ich glaube, ich muss jetzt hier rechts. Genau, und da ist nämlich das Eis, was ich durchschlagen kann, um reinzukommen. Na? Piu! Bleib stehen! Ja. Du wirst mir nicht entkommen! Vielleicht hast du es hinter dir! Ich würde sagen, weiter hoch. Sei wachsam. Das artige Sachs könnte noch hier sein. Wer redet mit mir? Viel Zeit wird ins Land gehen, bis... Sein Tod nach! Hä? Irgendwie ein bisschen unnötig, oder? Wenn sich Jürtnot als Vieh verkleiden, irgendwie in der 10. Etage von einem Turm und da gefüttert und gepflegt werden. Sie lassen sich melken. Hilf mir, sei meine Augen. So ein Kackturm. Mehr Essen brauche ich nicht. Schnick, schnack, schnuck. Fasziniert davon, dass die... Ja, okay, Rahmenfutter kann es auch anders gemeint sein.
Diese Mauern sind stark. Doch ich sehne mich nach dem Frieden von Jahren. Und weiter hoch. Verdammt, ich habe irgendwie 65 Meter unter uns habe ich eine Kiste übersehen. Kotzt mich wieder sehr ab. So, jetzt gibt's noch den einen. Wie weit bist du allgemein jetzt? Angeblich laut Ubisoft Statistik-Tool 50%. Kann das denn da oben drauf sein? Viel Zeit wird ins Land gehen, bis in Utgard wieder gefeiert wird. Als ob es hier nicht bedrückend genug wäre. Ach, da ist er hinter einem Eis. Natürlich, diese Truhe ist schon immer hier. Gott sei Dank. Es freut mich nur vom Berg in den Tod stürzen. Juhu! Hey, Moment! Hier stürzt sich nur jemand zu Tode, den ich das Feuer erlaubt habe. Ah, das könnte ein bisschen viel sein. Die neuen Aktienkurse sind rausgekommen. Es gab keinen Ausweg mehr. Danke. Alter Schwede! Das kann ich doch nicht jetzt ernst meinen.
Was ist das denn für ein... Das Spiel speichert doch ständig. 8000 Mal am Stück. Ich kann mir erzählen, dass ich jetzt wieder vor der Feste stehe, ohne dass ich einen einzigen von den Iskatränen eingesammelt habe. Kackspiel. Sorry.